Herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Pokémon Sophia. Letztes Mal sind wir, beziehungsweise ich, genau hier stehen geblieben in Xenoville. Team Aqua hat Kyogre befreit und jetzt regnet es. So, jetzt kann ich eigentlich wieder ablegen. Ja. Ich schau mal, ob es überall regnet. Keine Ahnung. Das wäre ein schönes Detail gewesen. Ja. Da muss ich wohl jetzt Kyogre fangen. Es wird wahrscheinlich ein schwieriger Kampf, der über Stunden andauert. Weil das Suchen wahrscheinlich noch länger dauert. Okay. Hier sind sie. Pikax, du bist auch hier bei diesem schrecklichen Regen. Oh ja, kannst du verstehen, was mein Freund gerade sagt? Mein Name ist Vasili. Ich bin der hiesige Arenaleiter. Ich bin damit beauftragt, die Urzeithöhle zu schützen. Diese Regenschauer werden durch eine Kraft in der Höhle verursacht. Das ist die blaue Kugel. Ich verstehe, folge mir. Dieser Regen. Menschen und Pokémon brauchen Wasser zum Leben. Aber warum verursacht dieser Regen so viele Probleme? Immer mehr Regenwolken werden sich über Xenoville bilden und sich über die ganze Höhenregion ausbreiten. Die Urzeithöhle ist dort drüben. Niemand in Xenoville ist es erlaubt, die Urzeithöhle zu betreten. Du musst hineingehen, zusammen mit der blauen Kugel. Du musst gehen, egal was dich im Inneren der Höhle erwartet. Pikax, ich hätte nie vermutet, dass du die blaue Kugel bei dir hast. Dir wird nichts passieren mit deinen Pokémon an deiner Seite, schaffst du es. Davon bin ich überzeugt. Ganz ehrlich. Nein. Ich habe darauf wirklich keine Lust. Ich scheine richtig zu sein. Form 07. Alles klar. Das ist noch mal was? Kaskade. Keine Musik bedeutet Atmosphäre. Die blaue Kugel beginnt plötzlich von innen heraus zu leuchten. Diesmal in Blau. Es kommt auf mich zu und... Wie werde ich wohl vorgehen?
und das ist der Meisterball-Moment. Nö. So, bin weg. Nee. Ist denn ernst? Lalalala, hier irgendwo, hier genau. Geschafft. Hallo. Alles Leben beginnt in der Urzeithöhle und endet am Pyroberg. Woher kommen die Menschen und Pokémon? Wohin gehen wir? Gute Frage. Du bist den ganzen Weg nach Cernoville gekommen? Du bist kein gewöhnlicher Tourist. Aber das macht dich auch nicht zu einem außergewöhnlichen Touristen. Dieb. Oh, wer ist das? Seit 30 Jahren lebe ich in Cernoville und verbessere meine Fähigkeiten. Ich habe eine alles erschütternde TM entwickelt. Diese schenke ich dir. Durchbruch. Eine schier unbeschreibliche Attacke. Horror. Krass. Ein schönes Spiegelbild. Nö. Sorry. Ich würde es gern verwenden. Ich verwende es. Ich will jetzt ja eigentlich nicht noch lange dieses Let's Play fortführen. Ist jetzt Crowdon gewesen? Hätte ich wahrscheinlich Knackleon rausgeschmissen. Kann die Beltra fliegen? Ich brauche kein Fliegen an sich. Außer um hier rauszukommen. Die verdanken wir alles. Der Himmel über Xenoville ist wieder normal. Dafür dankt ihr auch Vasili. Und genau dieser Vasili erwartet dich dort drin. Er ist stark, aber auf dem Weg, auf dem du dich jetzt befindest, solltest du keine Probleme haben, ihn zu besiegen. Gib dein Bestes. Danke fürs Weggehen. Ah, diese Arena. Genau. Die Frage ist, ob ich die Trainer da unten jetzt besiegen will. Aber mal kurz. Also ich muss auf jeden Fall da lang.
Ah, ich denke, ich werde die besiegen. Ah, es sind echt viele, aber. Da werde ich diese Folge einfach hier alle besiegen. Und nächste Folge den Arenaleiter machen. Wenn es in der Zeit passt. Wenn es zu lange dauert, eher nicht. Stimmt, die Siegesstraße. Ah, ja. Gibt's ja auch noch. Es ist jetzt eher schlecht, dass ich nur ein Pokémon hier trainiere. Ja, ich habe ja noch eins. Okay, okay. Was trägt das? Ach so, das trägt diesen Sand, Pudersand. Du bist den ganzen Weg hierher gekommen, aber bis zu Valsili trinkst du nicht vor, weil du gegen mich verlieren willst. Erfasst. Das kann jetzt schon knapp werden. Ja. Komm, 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 bitte, bitte. Okay, okay. Doch nicht okay, doch nicht okay. Diesmal zieht's mehr ab. Wieso? Es wird nichts mehr in der Folge. Noch eins. Diesmal im Weiblich. Hier, du ziehst jetzt wieder sowas ab. Okay, okay. Ich verstehe ihre Taktik zwar nicht ganz. Aber. Was soll man machen? Du bist stark, ich habe mich durch ein unschuldiges Aussehen täuschen lassen. Hm, sieht wirklich ziemlich unschuldig aus. Ich bin nicht Vasilie, ich bin nicht leicht zu nehmen. Oder sowas ähnliches. Sie hat sicher nicht, ich bin nicht Vasilie gesagt, aber. Naja. Du bist lieber erstmal so. Das tut weh. Das. Das wiederum ist sehr bitter. Ah, es sieht trotzdem. Mann, nein! Wieso fünfmal? Paralyse, wozu bist du denn? Und wieder fünfmal. Herzlichen Glückwunsch. Viermal. Allein dafür.
Was ist besser? Biss oder Finte? Biss oder Finte? Finte. Selbst da bist du langsamer. Ah, das gibt's doch nicht. Jetzt setze ich wieder Finte ein. Bitte. Versucht nachzudenken. Los jetzt. Hab nicht ewig Zeit. Komme ich hier runter? Ja. Gegen die muss ich kämpfen, um zurückzukommen. Da mache ich jetzt noch so viel, dass ich zurückkommen kann. Danach beende ich den Part, genau. So mache ich das. Jetzt sollst du spüren, wie das ist. So, müssen wir es auf diese Art machen. Ich habe gerade so gesagt. Das letzte Mal ist ziemlich lange her. Du kennst mich mehr an, nur als ich. Ich weiß. Es wäre natürlich cool, wenn das geht. Aber es geht nicht. Es ist nicht wirklich passiert, oder? Okay, okay, ich mach das noch. Ich mach's noch fertig. Ich hätte zwar gern Fritzl trainiert, aber... Aber es wird jetzt mehr oder weniger was. Ach, es reicht nicht. Was soll das? Wird jetzt schon wieder zu lang. So. Nein. Ich habe leider keinen Beleber. Ich mach's auf die schnelle Art. Ein Kampf haben wir ja noch. Also zwei, aber der ganz oben bleibt zu 100% übrig. Das erste Pokémon Level 40. Bitte lass mich durch. Nein! Ich zeige dir die sublimen Techniken, die ich vom Arena-Leiter Sigli gelernt habe.
Hibiskus. Das war's mit dem Part Pokémon Saphir Edition. Tschüss.